Ich würde nicht von einem kleinen Meinungskorridor, ich würde von einem Meinungsdiktat sprechen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute mit Imad Karim, deutscher Filmregisseur mit libanesischen Wurzeln. Sie sind auch Publizist, Sie sind Journalist, Sie sind Blogger. Ich glaube, Ihr Hauptauftritt ist auf Facebook. Und wenn man Sie googelt und nach Imad Karim sucht, dann findet man immer gesperrt, gesperrt, gesperrt. Wissen Sie noch, wie oft Sie schon gesperrt worden sind? Ich muss gestehen, ich habe aufgehört zu zählen, aber ich gehe schon von vielleicht 40 Mal oder sowas. Und wobei vielleicht 10 oder 12 Mal mehr als einen Monat. Also Facebook hat mich im Grunde aus den 4 Jahren oder seit den 4 Jahren in den 5 Jahren, wo ich in Facebook bin, ein Jahr suspendiert. Mhm. Sie sind ja einer von inzwischen vielen Einzelkämpfern, sage ich mal, in den freien Medien. Sie sind unabhängig und arbeiten praktisch auf eigene Rechnung. Und ich würde Sie gerne mal bitten, dass Sie uns mal kurz schildern, welche Entbehrungen zum Beispiel Sie in Kauf nehmen müssen dafür, dass Sie sich sehr offen und klar und kritisch äußern gegenüber dem Mainstream und seinen ganzen Themen. Man muss ausholen. Also im Grunde, ich war ursprünglich beim WDR, bei den Öffentlich-Rechtlichen, und habe insgesamt 15 Jahre gearbeitet und wirklich viele Filme gemacht. Das war frei? Fester Freier. Also, und ich habe im Jahr einen Vertrag, wo ich drei Filme im Jahr produziert habe. Und meine Filme wurden ja von Millionen von Menschen angeschaut. Und irgendwann hat es nicht mehr funktioniert, weil aufgrund meiner politischen Haltung. Und jetzt ist es so, dass wir eine Filmproduktionsfirma betreiben, meine Frau und ich. Und dadurch haben wir auch viele Kunden verloren. Also obwohl die Firma führt meine Frau, aber auch die ganze Diffamierung, auch im Alltag, im persönlichen Bereich. Also mein Trauzeuge ist ein Pfälzer, der spricht mit mir seit 3 Jahren nicht. Für ihn bin ich ein rechter Hetzer und das ist mein Trauzeuge. Also, insofern sind sehr viele, man muss viel in Kauf nehmen und man muss vieles in Kauf nehmen. Es ist Entbehrung, es ist Drohung, es ist tatsächlich Drohung, wo man bestimmte Sicherheitsdienste einschalten muss. Und das gehört jetzt inzwischen zu meinem Alltag. Ja. Wir haben ja in Deutschland eine immer weitere Verengung des Meinungskorridors. Mhm. Wir haben immer mehr Vorgaben, Political Correctness. Darüber haben Sie auch gerade gesprochen. Seit Anfang 2018 gilt ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Mhm. Wie hat das sich denn auf Ihre Arbeit ausgewirkt? Kann man das sagen? Da haben wir auch, das ist übrigens von den Grünen inszeniert. Dadurch mussten wir immer durch aufpassen. Es ist auch so, das betrifft ja nur mich, das betrifft auch fast alle Menschen. Auch die Menschen, die im Mittelstand arbeiten oder in der einfachen Handwerker. Und das hat sich natürlich Auswirkungen gezeigt. Aber insgesamt, ich würde nicht von einem kleinen Meinungskorridor, ich würde von einem Meinungsdiktat sprechen. Denn Sie müssen sich vorstellen, für jemanden wie mich, der die Unfreiheit kennt, es ist für mich ein Déjà-vu zu erleben, dass wir die Freiheit verlieren. Und das ist nur die Freiheit, dass das anderen gilt und nicht die Freiheit, nicht die Freiheit selbst die Meinung zu sagen. Und wir haben wirklich in vielen Bereichen leider die Freiheit nicht, von der ich immer geglaubt habe, die mich auch alle Jahrzehnte hier in diesem Land begleitet hat. Und dagegen kämpfe ich. Sie haben das Stichwort Sozialingenieure heute benutzt, also jetzt gerade im Zusammenhang mit dem, was Sie eben gesagt haben. Mhm. Die zerstören alles, was Demokraten in Jahrzehnten aufgebaut haben. Genau. Und zwar das, was auch Deutsche, also Einheimische und Menschen, die in dieses Land gekommen sind und die sich hier integriert haben. Wir haben gemeinsam was gebaut zusammen. Und das wird gerade zerstört. Sie merken ja auch, dass es ja nicht mehr dieser lockere Umgang miteinander. Und das ist das, was die Sozialingenieure, und wenn das scheitert, werden diese Ingenieure die Ersten, die das Land verlassen. Stichwort Scheitern. Sie haben einen Facebook-Eintrag am 4. Juni geschrieben, also vor etwa einer Woche. Da haben Sie den Satz formuliert, vielleicht scheitere ich, vielleicht scheitern wir. Das klingt ein bisschen pessimistisch. Wie groß ist Ihr Mut noch oder wie klein? Wäre ich jetzt ein Pessimist, würde ich das nicht zugeben. Gute Antwort, ja.
Einer Ihrer wichtigsten Punkte, die Sie immer wieder analysieren, vorbringen, behandeln, ist der politische Islam. Und ich finde, eines der größten Geheimnisse oder Rätsel der Migrationspolitik, die wir seit Jahren sehen, ist die Frage, wieso hofieren die Linken bei uns den politischen Islam, obwohl das, was er mitbringt, zum Beispiel Scharia, Frauenrechte und so weiter, völlig dem widerspricht, wofür Linke stehen. Warum hofieren die ihn dann? Die Frage habe ich mir selbst auch so oft gestellt, aber ich kam nur zu einem Erklärungsversuch. Die Linken brauchen Klientele, sie brauchen ein Objekt ihrer Handlung. Und da sehen sie in den Muslimen die Minderheit, die sie beschützen müssen. Dass innerhalb der Muslimen X-Muslime gibt, die ihrem Plan widersprechen, das passt ihnen im Kram nicht. Aber sie sind im Grunde, wenn sie wollen, die größten Rassisten, weil sie gehen mit den Menschen nicht auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe bedeutet, dass ich sie daran erinnere, an ihre eigene Verantwortung. Aber das tun die Leute, das tun die Linken nicht. Sie verzeihen ihnen alles. Sie bagatellisieren alles, was sie tun. Und damit sprechen sie ihnen ab, die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zur Eigenverantwortung. Und das ist im Grunde die neue Form des Rassismus. Mhm. Wenn ich den Islam kritisiere, dann möchte ich die Muslime auf Augenhöhe, möchte ich den Muslimen auf Augenhöhe begegnen und mit ihnen ein Diskurs führen. Das tun die Linken nicht. Kann es sein, dass linke Politik versucht, den Islam, den politischen Islam, als trojanisches Pferd, als Hebel zu benutzen? Viele Linke hassen diese Gesellschaft, sie hassen ihre Institutionen, die Familie, die Kirche, die wollen sie aufbrechen. Sie wollen also Bänder durchschneiden, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Und dabei hilft ja eigentlich der politische Islam. Es ist in der Tat so, dass das ist jetzt... Ich hatte das oft in meinen Vorträgen erwähnt. Ich bin der Überzeugung, dass die Linken einen neuen Menschentypus erschaffen wollen. Und der soll ethnienfrei sein. Mhm. Und die wollen den, und sie wollen, man kann jetzt ausholen und sagen, das hat auch mit den 68er zu tun, das hat mit der Frankfurter Schule zu tun. Aber im Grunde, was ich in den 42 Jahren, in denen ich in diesem Land lebe, beobachte, sehe ich, oder dass die Linken eine Art ihren Selbsthass kultiviert haben. Das ist unglaublich, wie man seine Wurzel ablehnt und ein Selbsthass entwickelt und ist man darauf sogar stolz. Und dann kommen die Muslime hier, als, wie Sie gesagt haben, als Instrument, also Instrumentalisierung dieser Massen, um dieses Ziel zu erreichen, dass wir eine heile Welt schaffen, wo Ethnien frei sind. Und das unterscheidet sich nicht. Da würde man den politischen Islam aber stark unterschätzen, wenn man ihn so zu benutzen versuchte, oder? Ja, das tun sie, weil sie haben eine Erhabenheit, eine Überhöhung. Sie glauben, ihre Werte, früher oder später, werden die Muslime sich anpassen. Sie sehen das vielleicht jetzt, was wir erleben, dass es eine Aggression im Alltag zu sehen ist, dass die Kriminalität gestiegen ist, dass auch die Eingriffe gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen und Homosexuellen, sie sehen das nur als Kollateralschäden. Das ist quasi vorübergehend. Sie sagen sich, vielleicht dauert das ein, zwei Generationen, aber in der dritten Generation haben wir Menschen, die unsere Werte annehmen. Und das ist eine Überhöhung, ein Ding der Überhöhung, der Selbstüberschätzung. Und das hat wiederum schon neokoloniale, rassistische Züge. Ganz herzlichen Dank, Imad Karim. Gerne. Freut gerne, mich sehr. Gerne.